Wie seht ihr da draußen das denn? Schreibt das doch mal ruhig unten in die Kommentare. Klamotten nur gegen Starcoins, ist es top oder flop? Hallo ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakasch und du siehst die Lach- und Sachgeschichten aus Jorvik. Bevor ich mich jetzt mit Xim ein wenig darüber unterhalte, was die letzte Woche so in Star Stable passiert ist, möchte ich dich einladen, beim nächsten Träumertreffen dabei zu sein. Denn im Hintergrund siehst du hier das Träumertreffen von gestern vom 18.12. Und natürlich ist auch nächsten Sonntag am ersten Weihnachtsfeiertag, also am 25. wieder ein Träumertreffen. Wir treffen uns um 15 Uhr bei Rosi der Kuh beim Morlandstall. Und wenn du Zeit und Lust hast, dann bist du herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Und jetzt sage ich, hallo Xim! Hallo Dana! Wie war dein letzter Advent für dieses Jahr? Ja, kuschelig, wie immer. Wir machen es uns ja einfach gemütlich und genießen so die ruhige Vorweihnachtszeit bei uns. Wenn man dann mal so alle Geschenke und alles beisammen hat, dann wird es gemütlich. Dann wird es ein bisschen ruhiger. Ne? Jetzt noch eine Woche irgendwie Entspannung und dann ist schon Weihnachten. Richtig, das geht rasend schnell immer. Plötzlich und unerwartet. Ja, da rechnet man immer nicht mit. Ne? Auf einmal ist Weihnachten da. Ja, krass ist nur los. Genau. Oh Manometer. Ja, und wir haben wieder ein Monday Fun Day diese Woche zu präsentieren. Ja, Wahnsinn von der Christina Oldhome. Ja. Ja, ich bin auch, also ich finde es schön, ich blende das jetzt hier auch mal ein. Das ist niedlich geworden. Also ich glaube auch, das sieht aus, als ob das mit Hand gezeichnet ist, oder? Ich glaube auch, ne? Ich bin mir nicht sicher, ich bin da auch nicht so der Profi und ich bewundere ja immer, was manche Leute mit irgendwelchen Programmen hinbekommen. Ja. Ne? Da kannst du ja nur staunen. Aber das sieht wirklich aus, ein bisschen handgezeichnet. Ja, ne? So als ob das so mit so ausgemalt mit Hand ist, ne? Also ja, das sieht so aus auf jeden Fall. Ich finde es auf alle Fälle sehr süß. Es ist schön, genau. Und es war schon ein Vorausblick, was uns am Mittwoch erwarten wird. Oh ja. Ne, weil ich meine, Dienstag war ja wieder nichts. Also ich hätte nichts mitgekriegt. Hast du Dienstag irgendwas mitgekriegt? Nee, Dienstag habe ich auch nichts mitgekriegt. Nee. Tatsächlich nicht. Nee, dann war nämlich schon der, dann kam ja schon der Mittwoch und mit ihm kam der Schnee. Ja, und erstmal kam noch der Adventkalender. Der Adventskalender ist da. Der kam erst, stimmt, ja. Genau, genau. Wie findest du das Set? Das ist süß, das ist echt niedlich. Gell, das also ist total jetzt, niedlich. Ich finde es auch richtig schön. Absolut. Ja, ich finde es halt schön, dass das auch in Blau und Weiß ist und nicht wieder was mit Rot. Ja, oder Pink und Rosa, ne? Das machen sie ja gerne, weil es einfach so die Star Stable Farbe ist, ne? Dieses Pinkig und ja, was weiß ich, ne? Aber es ist halt einfach, ja. Nicht jedermanns Sache, wollen wir es so ausdrücken. Und ja, und die Weihnachtssachen sind hauptsächlich echt jetzt immer so in Rot und Weiß und so gewesen. Und da finde ich jetzt Blau und Weiß echt ganz erfrischend anders dann mal. Richtig, das passt einfach so zum Winter, ne? Das trägt man dann auch nach Weihnachten gerne mal noch. Und ja, ich finde es schön. Also, ich finde es auch schön, gut. Mal gucken, was jetzt noch so kommt, ne? Was im Adventskalender noch kommt. Die werden natürlich das Set vervollständigen, denke ich. Richtig, richtig. Das denke ich auch. Dann mal schauen. Eben. Ob es da noch Starcoins geben wird? Was glaubst du? Also ich denke schon. Letztes Jahr hatten wir Starcoin-Codes und von daher gehe ich mal jetzt davon aus, dass sie sich da dieses Jahr auch nicht lumpen lassen werden und uns da auch ein bisschen was bescheren. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Ja, wenn, dann denke ich auch, dass das am 24. kommt wahrscheinlich, ne? Ja, der Adventskalender hat aber 25 Türchen, oder irre ich mich da? Warte ich mal. Hat er. Na, hat er. Ein Türchen mehr ist da nämlich. Ein bisschen merkwürdig, ne? Ein Adventskalender, der bis 25 geht, habe ich auch noch nicht gesehen, aber bitte. Ja gut, ne? Kann man machen. Kann man machen, genau. Nehmen wir mit, nehmen wir gerne, so ist das nicht. Genau, also ich bin auch gespannt, was da noch kommt. Stimmt, der kam. Und dann kam das Update, was wieder relativ lang gedauert hat dieses Mal. Richtig, ja, tatsächlich. Aber gut, ja, dafür haben wir jetzt dann Schnee, ne? Genau. Das stimmt, der Schnee kam. Also, finde ich auch schön. Also mir gefällt diese Winterlandschaft. Endlich sieht es nicht mehr so doof aus, wenn man mit den Winterklamotten rumreitet. Das ist richtig, ja. Das sah ja immer ein bisschen komisch aus. Genau, genau. Mir geht es immer nur ein bisschen zu lange. Also ich wäre so, weißt du, so nach Silvester wird es mir dann reichen mit Schnee. Aber das zieht sich dann ja noch ein bisschen. Und dann kommt auch wieder bei mir persönlich so ein bisschen die Phase, wo ich mich dann wieder freue auf grüne Wiesen und ne, blühende Landschaften. Aber jetzt finde ich den Schnee absolut klasse und absolut passend. Ja, passt. Schön. Ja, ich mag ihn auch. Also ich finde es auch schön. Ich hätte es noch schöner gefunden, wenn die Sonne nicht so runterknallen würde. Ja. Also, so, ich meine, natürlich, man hat auch immer sonnige Tage, wenn es schneit, ne? Natürlich, ganz klar, ohne Frage. Aber
Ich hätte es ein bisschen diesiger, irgendwie netter gefunden, glaube ich. Ja, es macht tatsächlich auch so ein bisschen der Schatten jetzt, ne? Mhm. Ich habe jetzt mal mir probeweise mal kurz den Schatten ausgestellt, dann sieht es auch ganz, ganz anders aus, ne? Dann passt es natürlich mehr. Ja. Und der Schatten, der macht da jetzt, ja, da eben tatsächlich so ein Stück weit negativen, wenn man jetzt vom Schnee einfach ausgeht. Ja. Ist zu sonnig, zu schattig, zu, ja, passt einfach nicht. Ja, ne? Also, stimmt, vielleicht mache ich den Schatten einfach mal aus. Ja, mach mal aus. Das wäre eine Idee. Guck dir das mal an. Ne? Genau, vielleicht ist das dann hübscher. Ah, naja, gut, in Jorvik City hat es ja gar nicht geschneit, ne? Nee, leider nicht, ne? Das fand ich so ein bisschen schade. Also da hätte ich es mir doch ein bisschen gewünscht, so eingezuckerte, ja, ne? Hecken, ja, und Wege und so ein bisschen, ne? Ja. Muss ja da nicht, Gott weiß wie viel, aber so ein bisschen auch da das Winterfeeling, denn da ist ja noch richtig Sommer, ne? Vielleicht haben die das nicht geschafft, da kann noch eine sein, Winterversion, ne, von irgendwie an den Start zu bringen oder so. Genau, ne? Genau. Aber Madisons Abenteuer ging weiter mit dem Update. Richtig, das ging weiter und ist leider verbuggt, ne? Ich habe das gelesen, ich kann es ja eh noch nicht spielen, weil ich vom Level noch nicht so weit bin, ne? Also ja, ja. Ich kann es ja eh nicht machen, aber ich habe es gelesen, dass dieses mit dem Übernachten, dass man übernachten müsste, damit, genau, die Zeituhr weggeht. Allerdings habe ich auf Facebook auch gelesen, dass die Techniker das wissen und daran arbeiten. Ja. Dann wird man abwarten müssen, ja. Eben, ich denke mir, spätestens Mittwoch wird es dann, das ist ja keine zeitlich begrenzte Quest, wie jetzt die Weihnachtsquest, ja, oder sowas. Na, da hat man ja Zeit, das läuft ja nicht weg. Ja. Also, wer da jetzt nicht die 75 Starcoins opfern will, um zu übernachten, der wartet einfach mal Mittwoch ab. Genau. Und ich denke, dann wird es gehen. Also, ja, ja, das denke ich auch. Ja, eben, gut, und die Weihnachtsquests gehen natürlich weiter. Ne? Man ist ja immer noch fleißig am Sammeln. Und wie war denn das eigentlich letztes Jahr mit den Weihnachtsquests? Also, das sind ja gefühlt 11 Millionen Sets, die dieser Weihnachtsmann da hat. Ne? Richtig. Bis ich die alle zusammengesammelt habe, da bin ich ja, ist mir ein Rauschebart gewachsen. Also, ich habe da tatsächlich eins, habe ich jetzt komplett, das lila Abenteuer-Set, das habe ich, ja, fertig. Ja. Und von den anderen fehlen mir aber noch ganz viele Sachen. Wie lange bleiben denn die Weihnachtsquests wirklich nur bis Heiligabend jetzt und dann ist rum? Jetzt fragst du mich was, das kann ich dir gar nicht sagen wirklich, ich weiß es nicht mehr. Also ich meine, nee, es bleibt noch ein bisschen länger. Und es ist ja auch dieselbe Quest wie letztes Jahr. Ich könnte jetzt spoilern, mach's aber nicht. Nein, nein, nein. Es ist so, dass es also auch noch ein bisschen mal weitergeht und es kommt noch ein bisschen mehr dazu, nächste Woche dann wahrscheinlich. Und das zieht sich auch. Das ist ähnlich wie der Schnee. Also ich habe teilweise dann gedacht, Mensch, immer noch? Ne? Mhm. Und das ging so von Mittwoch zu Mittwoch, dass man immer gedacht hat, so, ja, die Weihnachtsquest beziehungsweise die dazugehörigen, ja, Geschichten, die sind immer noch da, ne? Und war also tatsächlich relativ lange und entsprechend lange kann man diese Wünsche einlösen und auch diese täglichen machen. Ja. Es gibt ja diese täglichen, genau, Weihnachts-, ja, Quests sind es ja nicht, diese Aufgaben. Ja, genau. Aufgaben sind es. Ja. Und entsprechend hat man da auch noch eine ganze Weile Zeit zu sammeln und zu hoffen, dass man, ja, die Sets alle beisammen hat. Also dann, es, ne, sind auf alle Fälle ganz süße Geschenke dabei, finde ich. Manche, richtig, sind so, dass ich denke, ja, aber viele Sachen finde ich ganz hübsch, muss ich sagen. Stimmt, ja, ja. Und ich denke mir einfach, das, was man nicht haben möchte, oder auch doppelt und dreifach und vierfach kriegt, kann man ja verkaufen, mit der Zeit, ne, kann man ja verkaufen. Und manche, ja, Sachen bringen ja auch wirklich tatsächlich ordentlich Schillinge, ja, zu, ne, in den Rucksack. Ne? Genau. Meine, ist es ja nicht, aber ja, ja. Das stimmt. Genau. Die neuen Klamotten, wie findest du die? Ich finde die schick. Also ich habe mir da auch einiges von gekauft tatsächlich. Und mir gefällt das wirklich gut. Diese Sachen bei Madame Asp sind natürlich echt mega teuer. Ne? Da ist ja nichts mit Schillingen, das, ja, ist alles nur mit Starcoins. Aber es sind auch tolle Sachen, muss man sagen. Das wäre, ne, jetzt auch meine nächste Frage gewesen, weil das habe ich auch gesehen. Also mir gefällt zum Beispiel diese schwarze Hose mit diesen weißen Applikationen. Ne? Also die finde ich echt ganz hübsch. Ich glaube, die gibt es auch nur gegen Starcoins zu kaufen. Genau, genau. Und solchen Sachen stehe ich persönlich ja echt immer ein bisschen zwiegespalten. Weißt du, ich bin dann, das ist so auch der Grund, warum ich mir zum Beispiel keine Gamaschen kaufe. Weil, ja, ich denke, nein, ich finde das eigentlich nicht richtig, dass ich genötigt werde, Starcoins ausgeben zu müssen für Ausrüstung. Finde ich persönlich, finde es nicht gut. Weißt du, die Pferde kosten sowieso schon genug. Ich meine, 10 Euro für einen Haufen Pixel ist halt viel, ne? Also, ja, ist halt so, ne? Ja, na klar. Und wenn ich dann überlege, ich bezahle für eine Hose, weiß ich nicht, dann auch einen Euro oder so, ne? Würde, richtig, die kosten. Ja, ja. Also da bin ich bei so einem Outfit, wenn ich das komplett haben will, auch bei 5 Euro für ein Outfit. Ja. Also weiß ich nicht. Ich verstehe nicht, warum das nicht für Jovik-Schillinge geht. Ich verstehe es halt nicht. Ja, es gibt immer nach wie vor. Ich meine, das fing ja an so mit dem Moorland-Set, ne? Dem Sattel-Set, was du da im Moorland-Stahl, mhm, kaufen kannst, ne? Das ist ja auch ein Set, das kriegst du nur gegen Starcoins. Ja. Ne? Die haben immer mal so ein paar Sachen dazwischen.
Ja, wo du dir dann echt überlegst, ist es mir das wert? Möchte ich Ja. das unbedingt haben? Na, ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten. Aber es ist natürlich, klar, es ist wieder so, wie du schon sagst. Also ich finde diese graue Hose und dieses weiße Hemd finde ich einfach total klasse. Ja, da stehst du dann halt davor, Ja. ne? Ja, ich finde es halt irgendwie. Also ich finde es halt, weißt du, natürlich, ich bin erwachsen, ich kann mir ja Starcoins kaufen, wenn ich möchte, ja. Aber Ja. wenn ich überlege, ich bekomme, weiß ich nicht, nur 100 Starcoins in der Woche, leiste Genau, mir dafür genau. bestenfalls noch eine Stallhilfe, dann sind schon mal 50 Starcoins weg. Ja, also Richtig. oder 49 halt, ist ja, ne, auf den einen Starcoin auch hin und her. So, Ja. dann bleiben noch 50 übrig. Ja. Und dann Dafür gibt's ja kann auch. ich nicht mal eine Hose holen. Also, Richtig, ne, richtig. also ich denke das immer, also so weißt du, für mich persönlich wäre das wahrscheinlich egal. Aber ich denke dann immer, also weiß ich auch nicht, finde es irgendwie nicht richtig. Dann sollen sie das meinetwegen für 8.000, 9.000, 10.000 Jovik-Schillinge verkaufen. Da muss man Genau, dann halt genau. viele Quests und Stall und Dailies für machen, für so viel Jovik-Schillinge. Aber ich habe wenigstens die Möglichkeit, alles zu kaufen. Richtig, sehe ich auch so. Ja, Ne, ja. fände ich schöner. Wie seht ihr da draußen das denn? Schreibt das doch mal ruhig unten in die Kommentare. Klamotten nur gegen Starcoins. Ist es top oder flop? Genau. Ja, ansonsten, wie gesagt, schön finde ich die Klamotten auch. Also gefallen haben sie mir auf jeden Fall. Ich finde die so ganz nett. Richtig, also ich finde auch, sie verbessern sich wirklich von Mal zu Mal in ja, der Herstellung oder vielmehr in der Grafik, in der Optik. Ja. Es wird immer detaillierter und auch da jetzt hier dieses eine rot-grüne Oberteil, ne, dieses rote Hemd, da ist dann Ja. noch eine Kette, Ja, ne, so genau. eine goldene Kette und sowas. Also es ist wirklich schön. Und das gibt es beim Jollister ja auch gegen Schillinge. Ja. Also genauso wie auch das Sattelzeug. Ich meine, da warte ich jetzt so ein bisschen. Da haben wir schon lange kein neues mehr gekriegt jetzt, Das ne? war doch, ist das nicht erst 2 Wochen her, wo es Da die hatten. beiden Sets gab? Das eine habe ich nämlich für Dreamboy geholt, das rot-blaue. Ja, sind jetzt zwei Mittwoch, also zweimal Sets. Ja. Jovik City gibt es eigentlich nichts mehr an Sattelzeug. Davor die Woche, ne? Das ist Ja, also jetzt genau. schon, genau, ne? Ja, Zwei wie Wochen findest du nur das, dass die Kleidung. Klamotten jetzt in Jorvik City gelandet sind und nicht im Shopping Center? Ich meine, das wird es natürlich immer geben, ne, dass das mal da und mal da ist. Ich hoffe aber natürlich sehr, dass auch im Shopping Center nach wie vor Kleidung landet für die Nicht-Star Rider, ne? Richtig, richtig, wäre schön, absolut. Ne? Das finde ich jetzt wieder ein bisschen schade. Es wird immer mehr so für die Star Rider. Ne? Ich meine, klar muss man verstehen, Star Stable ist ein Geschäft und die wollen Natürlich, verdienen natürlich, und ja. ne, Ja, ja, das ist auch aber. okay. Ich hoffe nur, dass das nicht, weißt du, dass das nicht irgendwie jetzt so verwitwet und verwaist, das Shopping Richtig, Center, weißt du, richtig, sondern dass da richtig. einfach auch immer mal noch neue Sachen kommen oder auf dem Wandermarkt oder so. Der immer noch nicht wieder da war, ne? Der Nee. ist echt einmal hergewandert und weg war er. Ja. Bin gespannt, ne? Ja. Ob da jetzt was kommt. Also ich glaube immer noch so ein bisschen, dass der Wandermarkt mit der Personalisierung des Stalls zu tun hat. Könnte ich mir vorstellen. Und mal abwarten, ob Ja. ich da richtig liege, ne? Ja, ansonsten war beim Update auch nichts weiter. Der Pferdemarkt ist jetzt halt dann, ne, ist noch da und der Adventskalender und halt das Video wieder und das war dann eigentlich das Update schon, ne? Genau, Pferdemarkt in Golden Hills, ne, im Westkap Fischerdorf Genau. und ja, Ja. das war das Update. Und dann war Donnerstag, werbe einen Freund. Ja, werbe einen Freund, sacke tolle Prämien ein und fliege vom Server. Ich kann es Oh mir ja Gott, jetzt ja, nicht wir sparen, hatten das zu sagen. Donnerstag, Clubtreffen war eigentlich, wir haben donnerstags immer Mottoritt und danach Clubbesprechung, ne? Ja. Ja, das hat hervorragend funktioniert, nicht? Also, Ja. den Mottoritt haben wir dann schon gemacht, so ist nicht, ne? Also, trotz laufend Netzwerkfehler und Zeug, also haben wir das, haben wir gemacht, aber die Besprechung haben wir dann gelassen, weil der Chat auch so gehangen hat. Richtig, es hing alles. Ne? Ich wollte eigentlich zu der Zeit dann auch noch leveln. Und ja, wir vermuten ja alle, ich weiß nicht, ob du es auch schon mitgekriegt hast, dass Mittwoch neue Mustang-Farben kommen. Erstens, der Rhythmus ist 4-wochenmäßig, ist rum. Und zweitens, bei Mali sind die alten Mustangs alle so ein bisschen zur Seite gerückt und haben Platz geschaffen. Ja, das habe ich Und mitgekriegt, ja. genau. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt sieh zu, dass du dein letztes Mustang auch ausgelevelt bekommst, damit du Mittwoch Platz hast. Ne? Ja. So, also ich gehöre ja so zu denen, eigentlich habe ich es ganz gerne, wenn das Pferd ausgelevelt ist, bevor ich mir das Neue kaufe. Ja. Ne? Ist ein bisschen Spinnerei von mir, aber ja, so mache ich es halt. Und ja, ich wollte leveln. Ne? Und dann bin ich eingefroren und konnte mich nicht mehr bewegen Ja. und bin ganz rausgeflogen. Und
Ach, na ja, und dann habe ich mir gedacht, nee, komm. Ja, das ist auch. Ich habe auch, ich war nicht lang eingeloggt Donnerstag, weil das, wie gesagt, es lief eh nicht stabil. Von daher war es dann auch echt irgendwie egal. Die Freundeprämien, da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, ne, was es da so gibt als Prämien. Ja. Ja, mal gucken, wie das jetzt dann wird und ob das, ja, mal gucken, ne? Also ich wüsste jetzt auf Anhieb niemanden, dem ich so einen Link oder so eine Mail zukommen lassen würde. Ich finde die Idee aber ganz nett. Schauen wir mal. Richtig, so sehe ich es auch. Genau gleich im Grunde. Ich habe da jetzt auch keinen, wo ich sagen würde, hier, ja, möchtest du nicht mal, ne? Aber gut, warten wir es ab. Vielleicht kann man es ja irgendwann mal gebrauchen, wenn nicht, auch gut. Ja, also, eben. Denke ich auch. Das passt schon. Alles ist gut. Richtig. Naja. Dann ist am Freitag, genau, da waren dann diese Angebote im Geschenkeshop. Muss ich aber sagen, fand ich jetzt, ich warte ja eigentlich noch auf ein gutes Angebot für Starcoins, ne? Ja. Weil ich ja kaum noch welche habe. Irgendwie 330 oder schlag mich tot, ne? Also nicht mehr viele. Und ich warte eigentlich jetzt gerade auf ein gutes Angebot, weil ich denke, zu Weihnachten wird da wohl noch was kommen, hoffe ich. Ich hoffe es auch. Weil das, was im Adventskalender war, da war ja also gestern war ja ein Code drinne für 20% Rabatt im Shop, ne? Gilt aber nicht für Starcoins. Den wollte ich nämlich einlösen. Und dann stand da, dein Warenkorb erfüllt nicht die Voraussetzung. Dann habe ich mir ein T-Shirt reingepackt. Ich habe es nicht gekauft, ich wollte nur gucken, ne? Mhm. Und auf das T-Shirt hätte ich die 20% bekommen. Ja, siehst du, und ich wollte tatsächlich, die haben ja diese Mützen, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Und die finde ich ganz niedlich, diese graue da, ne? Und da habe ich mir gedacht, ach Mensch, jetzt kriegst du auch noch 20% und dann gönnst du dir die doch mal. Ja. Da wäre ich bei der Mütze bei 9,60 Euro gewesen, fand ich auch völlig in Ordnung. Ja. Ja, und dann habe ich alles weitergemacht und dann kamen die Versandkosten. Und da habe ich gedacht, nö. Wieso, wie hoch sind die? 13,90 Euro. Ach du guter Gott, nee, das wäre mir auch zu viel. Dann bin ich bei der Mütze bei 23 Euro, schlag mich tot. Und da war mir bei mir dann so der Punkt gekommen, und gesagt, das würde ich auch nicht machen. Also ja, wie gesagt, ich warte dann noch auf ein vernünftiges Angebot. Das, was da momentan im Geschenkeshop ist, finde ich irgendwie nicht so dolle. Und Freitag ist auf Instagram, hast du es mitgekriegt, dass sie da gepostet haben? Natürlich nicht, dann erzähle ich dir das kurz. Haben sie die Karte gepostet von Jorvik, ne? Und Star Stable Online fragt, Star-Familie, wir haben eine Frage an euch. Wir werden euch später sagen, warum wir es wissen wollen. Ne? Was ist dein liebstes Gebiet im Spiel? Bitte poste ein Bild von deiner liebsten Area im Spiel und tag es mit Hashtag Star Stable. Aha. Aufgelöst haben sie es allerdings noch nicht. Das ist ja merkwürdig. Was haben die denn vor? I don't know. Also ich habe auch gedacht, na, ist ja merkwürdig. Was ist los, ne? Was kommt da wohl? Machen die, was ist das? Marktforschung? Ich weiß es nicht. Ja, aber das ist wirklich spannend, ne? Was planen sie da? Da hat man auch so gar keine Idee. Nee, überhaupt nicht. Also ich weiß es wirklich nicht. Und dann sind wir, wann waren das? Gestern oder vorgestern? Habe ich mit meiner Tochter zusammen gelevelt, ne? Und wir sind auf Südhof unterwegs gewesen. Ich fange halt meine Route mal Südhof an und dann ziehe ich so meine Kreise. Und dann konnte man von Südhof, also ich denke, dass das Epona war, ne? Was ich sehen konnte, was man ja immer schon sehen konnte. Genau. Es sah aber anders aus. Aha. Also es sah anders aus als sonst. Ich kann das gar nicht genau in Worte fassen, was da anders war. Natürlich, Paige und ich gleich mal die Map aufgemacht und geguckt, was ist denn das, wo könnte denn das sein? Wir kommen ja beide noch nicht nach Epona, ne? Ja. Und dann sind da doch neben Südhof sind so kleine Inseln und jetzt ohne Witz, waren die schon immer da? Du meinst, in welche nicht rechts, Richtung nach Epona? Links, Richtung Epona. Doch, da sind schon immer kleine Inseln. Sind die schon immer da gewesen so? Ja. Okay. Das sind diese heißen sie Sonnenscheininseln? Das weiß ich nicht, ich komme ja nicht hin, ne? Das ist ja immer so, okay, weil wir haben da gesessen und haben gesagt, ne, ist ja merkwürdig, die fragen das ja nicht ohne Grund. Und ich bin gespannt. Und mir ist aufgefallen übrigens, wenn man im Shoppingcenter aus der Umkleidekabine kommt, ne? Dann steht da immer, in welchem Gebiet du bist. Und da stand Jorberg. Ja. Also irgendwie basteln sie da auch noch rum. Da wird gebastelt. Ich bin gespannt. Ich glaube ja nach wie vor, ich habe ja nach wie vor so dieses Gefühl, dass da noch was kommt. Also ich hoffe ja immer noch, dass wir irgendwann mit dem Pferd, was weiß ich, bis kurz vor Jorvik City reiten können und dann vielleicht wirklich das Pferd stehen lassen müssen und so mit der Straßenbahn reinfahren oder wie auch immer.
Denn dieses Gebiet gibt es ja schon, ne? Was zwischen Fallgrove, Apfelhain und Jorvik City liegt. Das ist ja existent, das ist ja schon da. Das sieht man ja auch, wenn man von Südhof rüberguckt. Genau, ne? Also ich bin da mal, ja, ich denke, da kommt irgendwas, kommt da noch auf uns zu. Die werden das Jahr wahrscheinlich mit einem Knaller, weißt du, beenden. Genau. Und wenn dieser Knaller nur eine Ankündigung ist, ne? Also das richtig. Muss ja nicht sein, dass schon irgendwas Neues gleich direkt kommt. Das erwarte ich gar nicht, aber ich denke, es kommt noch irgendwas ankündigungstechnisch. Das ist das, was jetzt auf Instagram noch war. Und das war, glaube ich, die Woche dann schon. Das war die Woche, ja, mehr war es nicht. Mein Gut, war ja auch wieder eine Menge zu tun. Und ne, diese Weihnachtsquests sind ja auch wirklich jetzt auch mit den Jorvik City Quests. Man hat ja endlich mal wieder auch als Ausgelevelter wirklich viel, viel zu tun. Ne? Man wurschtelt doch irgendwie rum und macht hier und dort und Weihnachtsquests und Jorvik und. Genau. Ja, macht Spaß. Das ist mal wieder schön. Ja, genau. Richtig, also ich freue mich jetzt, ich bin gespannt, was jetzt dann Mittwoch kommen wird. Ich denke auch, dass Mustangs kommen. Die Weihnachtsquests werden halt weitergehen und mal gucken, ne? Richtig, ne? Das sind so mal die Sachen, also mein Gut, Mustangs wissen wir nicht, aber da kann man eigentlich ziemlich sicher von ausgehen. Ich denke, das passt schon. Und Weihnachtsquest und mal gucken, ob sie sich noch was einfallen lassen. Aber vielleicht ist ja auch jetzt mal ein bisschen ruhiger. Wir haben ja jetzt wirklich, ich meine, man hat sich ja lange beklagt, dass die Quests alle auf sich warten lassen und man nichts zu tun hat. Und jetzt mal abgesehen von diesen, ja, wie Weihnachten oder Valentinstag oder Halloween oder was weiß ich, Quests, war ja nicht mehr wirklich viel in letzter Zeit. Ja. Und jetzt auf einmal kriegen wir da ja richtig viel. Kann natürlich sein, dass jetzt auch mal eine Pause ist, dass es da erstmal nicht weitergeht, keine Ahnung. Aber ich denke, im Moment kann man sich auch über die XP, die man für den Charakter bekommt, echt nicht beklagen. Ja, also es geht voran auf jeden Fall, ne? Ja. Ich bin gespannt, was jetzt so in der Weihnachtswoche dann kommt. Ich bin auch gespannt, was noch so im Adventskalender jetzt, einfach kommen wird. Ne? Richtig, richtig. Lass uns überraschen. Ja, und dann wünsche ich allen jetzt schon mal, ne? Genau. Frohe Weihnachten. Richtig. Denn wir beide sind erst nach Weihnachten dann wieder am Start. Ja, wir sehen uns erst, wenn wir schon die Geschenke ausgepackt haben und das gute Essen im Bauch Ganz haben. Genau. Ja. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.